Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir sind wieder höchst erfreut, liebe Geschwister, dass wir mit unserer wunderschönen Unterrichtsserie, die wir letzte Woche begonnen haben, fortführen können. Und diese Serie ist eine ganz besondere Serie und ich denke, es gibt sie auch nicht so in dem Sinne im deutschsprachigen Raum. Daher bitte ich euch, dass ihr inshallah ta'ala dieses Wissen mitnimmt und dass ihr auch dieses Wissen weitergibt und dass ihr auch versucht, von diesem Wissen zu profitieren. Denn das Schönste für einen Muslim ist, dass er auch versteht, was die Basis seines Lebens ist, und zwar den Koran Al-Karim. Und wir wollen uns als Muslime natürlich immer mit dem Koran Al-Karim beschäftigen. Insofern ist es wichtig für uns, dass wir auch verstehen, was ist dieser Koran, was will er uns sagen und welche Botschaft steckt hinter diesem Koran. Inshallah werden wir wie bei ARD und ZDF, da wird alles von vornherein gemacht, aber ihr müsst ein bisschen Geduld mit uns haben, inshallah. In die Hosentasche, oder? Okay. Daher, liebe Geschwister, bitte ich euch, seid geduldig. Ich weiß, dass es manchmal sehr viel Kraft kostet, geduldig zu sein. Und dass einem manchmal, ich will nicht sagen, die Langeweile überkommt, aber dass manchmal einem der Überdruss überkommt und dann sagt man, ja, wie lange noch? Bis zum Lebensende. Bis zum Tod. So lange wollen wir unsere Religion lernen, inshallah ta'ala. Denn wenn du deine Religion lernst und vor allen Dingen den Koran al-Karim, der die Basis von unserem Leben ist, wie ich schon bereits erwähnt habe, so gehört natürlich dazu, dass du auch verstehst, was will dir der Koran sagen? Welche Botschaft hat dir der Koran zu überbringen? Wenn du diese Botschaft nicht verstehst, weil du liest im Koran, aber verstehst vieles nicht, ja, sogar sehr vieles, vielleicht sogar ein Großteil nicht, dann wie willst du diese Botschaft in deinem Leben umsetzen? Daher haben wir auch mit dieser Unterrichtsreihe begonnen. Deswegen wurde die Ayah herabgesandt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über eine wunderschöne Surah sprechen, warum sie herabgesandt worden ist. Und zwar Surat Al-Masad, zu der wir, inshallah ta'ala, in Kürze kommen. Wir wollten nur noch einmal erwähnen, dass wir das letzte Mal nicht verloren gehen lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wir haben das letzte Mal darüber geredet, warum wurde die Ayah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq herabgesandt aus Surat Al-Alaq. Da gab es einen Offenbarungsgrund und wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Höhle gewesen ist. Ihr wisst mit Sicherheit noch den Namen dieser Höhle. Al-Hira, so hieß diese Höhle. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich zurückgezogen und hat über die Schöpfung Allahs azza wa jalla nachgedacht und das, wofür Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz geöffnet hat. Und so hat er sich Gedanken gemacht, wie wir es auch machen sollten, über die Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und zu diesem Zeitpunkt kam Jibril alayhi salatu wasalam zu ihm. Und zwar in seiner ursprünglichen Gestalt. Und wir haben dieses Ereignis bereits das letzte Mal besprochen. Ihr müsst euch vorstellen, Jibril war ja nicht irgendeine Gestalt, sondern er hat einen Umfang, den wir uns niemals vorstellen könnten. Selbst wenn wir es hören, so werden wir es nicht glauben, weil so gigantisch kann kein Geschöpf sein. Aber in der Tat war es so, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, بَيْنَ أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Als ich den Weg gelaufen bin, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann habe ich einen Klang, einen Ton gehört, ein Geräusch gehört. So habe ich meinen Kopf erhoben und ich sah einen Engel, der zu mir bereits in die Höhle Hira gekommen ist. Und so sah ich ihn sitzen auf einem Stuhl zwischen Himmel und Erde. Allahu Akbar. Zwischen Himmel und Erde. Er hat den gesamten Himmel und die gesamte Erde abgedeckt. Wer? Jibril alayhi salatu wasalam. So sagte er, verfarigtu minhu, faraja'tu, faqultu zammiluni, zammiluni. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Angst nach Hause gelaufen und er hat sich unter die Decke versteckt und sagte, deckt mich zu,
deckt mich zu. Er ist zu Khadija radiallahu anha, zu seiner Frau gekommen und hat ihr gesagt, dass sie ihm zudecken soll. Da sind wir das letzte Mal, da haben wir das letzte Mal beendet, liebe Geschwister. Heute, inshallah ta'ala, wollen wir weiter fortführen. Und zwar reden wir einmal über die Ayah. Ja, ayyuhal Muddathir, qum fa'anzir. Und dann werden wir, inshallah ta'ala, über die Surah Al-Masad sprechen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat seine Botschaft bekommen. Jibril, alaihi salatu wasalam, ist zu ihm gekommen und hat ihn aufgetragen zu lesen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Und er nannte ihn die Ayat, die wir das letzte Mal besprochen haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit dieser Sache nicht vertraut gewesen. Wer war das? Was wollte er von ihm? Und Jibril alaihi salatu wasalam hat ihn festgedrückt. Ihr müsst euch vorstellen, eine Gestalt kommt und drückt euch fest und fordert euch auf. Lies! Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man, Abi Qalin, ich bin nicht in der Lage zu lesen. Und unter diesem Druck sagte Jibril weiter: Lies, bis er das dreimal wiederholte und dann ihm diese Ayat offenbart hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, er war erschrocken von der Gestalt von Jibril alaihi salatu wasallam, wie gewaltig sie war. Als er auf dem Weg nach Hause war, hat er Jibril gesehen, wie er zwischen Himmel und Erde gesessen hat. So ist er schnell nach Hause gegangen zu Khadija radiallahu anha und hat ihr gesagt, dass sie ihn zudecken sollte. Und hier hat Khadija radiallahu anha, eine ehrbare Frau, eine treue Frau, eine Frau mit Weisheit, die weiß, wie man in bestimmten Situationen reagiert, nicht mit ihm diskutiert, ihn nicht gefragt, was passiert ist, sondern sie hat ihn eine Decke geholt, unter der er sich versteckt hat. Alayhi salatu wasalam, er hat gezittert. In der Überlieferung hieß es sogar, sein Herz hat gezittert. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und dann kam eine weitere Ayah herab. Ja, ayyuhal Muddathir, qum fa'anzir. O du Zugedeckter, wer ist er? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Steh auf und warne. Allahu Akbar. Steh auf und warne. Ab dieser Ayah war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr Prophet, sondern er wurde hier um eine Stufe erhoben. Er war dann ein Gesandter gewesen, weil er hat jetzt die Botschaft bekommen, diese Dawa öffentlich zu machen. Steh auf und warne. Warne in erster Linie die Qurayshiten, zu denen du entsandt worden bist, aber in zweiter Linie die gesamte Menschheit. Die gesamte Menschheit. Denn der Koran ist nicht nur gekommen für die Qurayshiten, sondern für die gesamte Welt, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gezittert hat, überlegt, dann kam diese Ayah herab. Steh auf und warne. Er war gerade unter der Decke und er versuchte, mit seiner Angst umzugehen. Er versuchte, sich in Sicherheit zu wiegen. Dann kam die Ayah herab. Steh auf und warne. Als ob Allah ihn sagen wollte, die Zeit des Ausruhens ist vorbei. Die Zeit des Ausruhens ist vorbei. Und die Sicherheit findest du nicht im Hause von Khadija. Die Sicherheit, Al-Aman, findest du bei Allah subhanahu wa ta'ala. So wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte die gewaltigste Botschaft. Und ihr müsst euch vorstellen, wie der Zustand vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Er war alleine. Und er bekam diese Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Er wusste nicht, wie werden die Menschen auf diese Botschaft reagieren? Wie werden sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam umgehen? Und wird er Erfolg haben bei dieser Botschaft? Ist er eine Person, der diese Botschaft tragen kann? Alles Fragen, die natürlich jemanden beschäftigen, der auch ein treuer Mensch ist, der das Gute für die Menschen liebt. Und die Qurayshiten haben es ihm nicht leicht gemacht. Denn sie haben sich gegen ihn verschworen. Gegen wen? Gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber ich möchte dir nur eine Sache sagen. Schau, welche Gedanken den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt haben zu diesem Zeitpunkt. Er war eine einzelne Person. Wenn wir jetzt in unserer heutigen Zeit schauen, haben wir zwischen 1,5 Milliarden und 2 Milliarden Muslime.
Allahu Akbar. Eine einzelne Person beginnt mit einer Botschaft und jetzt gibt es schon an die 2 Milliarden Muslime, die ihm in der Botschaft gefolgt sind. Seine Follower, wenn ihr es so haben wollt. Wer hat so viele Follower auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat 2 Milliarden Follower, die ihn lieben, die ihn niemals, niemals hinter einer Person in dieser Dunya stellen würden. Er ist Nummer eins für sie. Er ist unser Vorbild und die Muslime wissen das. Selbst der eigene Vater und die eigene Mutter stehen nicht vor dieser Person, vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil wir wissen, liebe Geschwister, der Erfolg im Diesseits und im Jenseits liegt darin, der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Für wen? Für denjenigen, der auf eine gute Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala hofft und auf den jüngsten Tag. Deswegen ist es wichtig für mich und für dich, dass wir erlernen, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, damit wir es ihm nachmachen und erfolgreich sind. Denn durch die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden wir die Liebe zu Allah azza wa jalla erreichen und wir werden recht geleitet sein. Das sind die Dinge, die du brauchst in diesem Leben, damit du auch von Allah subhanahu wa ta'ala Segen in deinem Leben bekommst. Möge Allah azza wa jalla uns und euch segnen, liebe Geschwister. Dann wollen wir jetzt erstmal die Sura hören, mit einer schöneren Stimme als die von Abu al-Bara. Und dann, insha'Allah ta'ala, werden wir über diese Sura reden, insha'Allah ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Liebe Geschwister, das ist die Sura Al-Masad. Eine der letzten Suren, die im Koran Al-Karim verzeichnet ist. Und wir haben das letzte Mal schon besprochen. Die Anordnung der Sur, das heißt, so wie wir die Sur in diesem Koran vorfinden, war auch nicht so offenbarungsmäßig gewesen. War offenbarungsmäßig anders gewesen, denn, wie ihr schon gehört habt, das letzte Mal haben wir über Iqra gesprochen, das war die erste Ayah, die herabgesandt worden ist und die folgenden hinterher. Und jetzt reden wir zum Beispiel über Surat Al-Mudaththir und auch gleich danach über Surat Al-Masad. Durcheinander. So waren die Sura auch nicht angeordnet. Denn was im Koran in jedem Fall hintereinander angeordnet war, waren die Ayat. Das heißt, wenn Al-Mudaththir anfängt, Ya ayyuha al-Mudaththir, qum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur und so weiter und so fort. Diese Ayat hintereinander waren auch so, so sind sie offenbarungsmäßig heruntergekommen. Aber die Sura, das heißt, wie zum Beispiel Baqara und Sura, Ali Imran und Surat An-Nisa und Al-Ma'idah sind nicht so hintereinander herabgesandt worden. Das solltet ihr erstmal verstehen. Das haben wir das letzte Mal erklärt. Und heute reden wir über Surat Al-Masad, wo Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Und auch er selbst soll zugrunde gehen. Manchmal im Arabischen steht, ein Teil für das Ganze. Hier spricht Allah Azza wa Jalla über die Hände, aber gemeint ist Abu Lahab in der Person als Ganzes. Nichts soll ihm sein Vermögen nützen, noch das, was er erworben hat. Er wird in einem flammenden Feuer brennen, in Jahannam. Und seine Frau um Jamil,
wird das Brennholz tragen um ihren Hals, ist ein Strick aus Palmfaser. Das ist die Sura, über die wir sprechen wollten, liebe Geschwister. Bevor diese Sura herabgesandt worden ist, ist eine Ayah herabgesandt, und zwar von Surat Ash-Shu'ara, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, so warne deine nächsten Verwandten. Das war ein Befehl für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat jetzt mittlerweile die Botschaft bekommen. Was war jetzt seine Aufgabe? Mit irgendwelchen Leuten anzufangen? Nein. Er sollte erstmal diese Botschaft an die nächsten Verwandten überbringen. Und so sollten wir das machen, liebe Geschwister, dass wir uns erstmal mit unseren Verwandten beschäftigen. Es gibt Leute, die wollen die ganze Welt säubern, aber sein Haus ist am schmutzigsten. Und daher ist das nicht die Vorgehensweise, sondern Allah azza wa jal sagt ihm, und warne deine nächsten Verwandten. Als diese Ayah herabgesandt worden ist von Surat Ash-Shu'ara, das ist die Ayah 214, صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. Dann ist der Gesandte صلى الله عليه وسلم auf dem Berg As-Safa hinaufgestiegen. As-Safa, der Berg, wie ihr wisst, diejenigen, die bei der Umrah waren oder bei der Hajj, möge Allah azza wa jalla uns das wieder ermöglichen, sie laufen zwischen As-Safa und Al-Marwa siebenmal hin und her. Denn das war die Vorgehensweise von Hajar radiyallahu anha wa ardaha, der Frau von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und As-Safa selber ist kein großer Hügel. Er ist da hochgestiegen, alayhi salatu wassalam, und dann fing er an, die Leute zu rufen. Faja'ala yunadi, er fing an, die Leute zu rufen. Ya bani fulan, o Stamm von so und so, o Stamm von so und so, hatta stama'u, bis sie zusammengekommen sind. Und es heißt in der Überlieferung, فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ. Wenn eine Person von einem Stamm nicht zugegen sein konnte, anwesend sein konnte, dann hat er jemanden geschickt, der dorthin gegangen ist, um zuzuhören, was will Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den Leuten sagen. Und das waren die Medien damals von den Qurayshiten, dass einer gerufen hat und sie haben sich versammelt und so wurden die Nachrichten überbracht, bis sie zu den Menschen angekommen sind. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte diesmal aber etwas Gewaltiges vor, womit die Qurayshiten überhaupt nicht gerechnet haben. Sie wussten nicht, dass er ein Gesandter ist und dass er zu ihnen jetzt sprechen sollte, damit sie Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ergebene Diener sind. Dann fing er an in einer Überlieferung, es sind verschiedene Überlieferungen, liebe Geschwister, aber sie sind alle im Sahih, sowohl bei Al-Bukhari als auch bei Imam Muslim. Er sagte, anqidhu anfusakum minan nar, schützt eure Seelen vor dem Höllenfeuer. Allahu Akbar, Rahma, Rahma, Barmherzigkeit. Und das war der Grund, warum die Propheten zu den Menschen herabgesandt worden sind, geschickt worden sind. Warum? Damit sie sie warnen vor einer schweren Strafe und ihnen gleichzeitig eine wunderschöne Botschaft überbringen. Eine wunderschöne Botschaft überbringen. Aber manche Leute wollen nicht die Warnung hören. Sie wollen nur die frohe Botschaft hören. Aber das eine ohne das andere ist nicht möglich. Denn derjenige, der die frohe Botschaft bekommt, annimmt, akzeptiert, ist derjenige, der zuvor auch die Warnung akzeptiert hat. Das heißt, er hat sich von der Warnung warnen lassen. Und deswegen wird er dann die frohe Botschaft bekommen. Aber hast du jemanden gesehen, der will diese Warnung nicht akzeptieren? Und er will nicht sich von dieser Warnung warnen lassen, aber gleichzeitig möchte er das Paradies. Solche Leute haben wir zu Genüge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Verstand geben, der uns genau darauf hinweist, dass wir niemals, niemals gottergebene Diener sein können, wenn wir nicht wissen auch, was als Strafe im Gegenzug steht. Aber manche Leute wollen das nicht hören. So sagte er, anqidhu anfusakum minan nar, er schützt euch vor einem Höllenfeuer. Als Abu Lahab das gehört hat, faja'a Abu Lahab, dann kam Abu Lahab, faqal, so sagte er. Wer? Abu Lahab. Aber wir kommen gleich dazu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte vorher zu den Menschen, إِذَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَ مُصَبِّحُكُمْ غَدًا أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ. Wenn ich euch berichte,
dass der Feind am nächsten Morgen euch überfallen wird, werdet ihr mir glauben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier nicht irgendwelche Wörter gesprochen. Wenn ich euch, oh ihr Quraischiten, die ihr mich kennt und ihr wisst, wer zu euch spricht, ihr wisst, ich bin Al-Amin, der Treue unter euch, As-Sadiq, Al-Masduq, der Wahrhaftige. Wenn ich euch sage, hinter mir ist eine Armee, die ankommt, um euch zu zerstören, würdet ihr mir glauben? Was sagten sie zu ihm? Ma jarrabna alayka kadhiba. Wir haben noch nie von dir erlebt, dass du lügst. Allahu Akbar. Schaut mal, liebe Geschwister, vergiss diese Wörter nicht. Nochmal, wir haben noch nie von dir erlebt, dass du lügst. Wie haben die Quraischiten später den Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt? Richtig. Kadhab. Sahirun kadhab. Ein Zauberer, ein Lügner. Allahu Akbar. Das heißt, sie wussten, und Allah hat sie hier bloßgestellt und er hat sie hier die Wahrheit sagen lassen, bevor die Botschaft an den Mann gekommen ist. Das heißt, diese Botschaft, o ihr Menschen, ihr glaubt mir, findet ihr, dass ich wahrhaftig bin? Sie sagten, wir haben nie erlebt, dass du gelogen hast. Subhanallah, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch in einer Ayah, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sie, die Quraishiten, sie bezichtigen dich nicht der Lüge. Sie wissen, dass du kein Lügner bist. Das heißt, was sie wissen, die Quraishiten, ist, dass du ja Muhammad kein Lügner bist. Aber was die Ungerechten angeht, A'udhu Billah, sie verleugnen, lehnen was ab? Die Zeichen Allahs. Schaut mal, subhanallah, das heißt, diese Leute wussten ganz genau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt die Wahrheit. Jetzt kam er mit der Wahrheit heraus. Wann? Nachdem Allah einen Beweis gegen das Volk gebracht hat. Glaubt ihr, dass ich jetzt wahrhaftig bin? Sie sagten, wir wissen, dass du niemals gelogen hast. So, jetzt kommt die Botschaft. Er sagte zu ihnen, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Wahrlich, ich bin euch ein Warner und ich verkünde euch eine schwere Strafe. Die Menschen hörten das. Und nicht nur die Menschen, unter ihnen eine ganz bestimmte Person, der eigene Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war. So sagte er, es war niemand anderes als Abu Lahab. فقال Abu Lahab, تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا. Zugrunde gehen sollen deine Hände, vernichtet sein sollst du. Bedeutet vernichtet oder zugrunde gehen sollst du. Verlierer, ein Verlierer sollst du sein, ja Muhammad. Zugrunde gehen sollst du. Für den ganzen Tag hast du uns deswegen versammelt, damit du uns eine Strafe androhst. Das waren die letzten Wörter von Abu Lahab, bevor Allah Wörter herabgesandt hat, die ab jetzt den Fluch und den Zorn Allahs auf Abu Lahab gerichtet haben. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht geantwortet, sondern vielmehr hat die Antwort Allah übernommen. Subhanallah. Die Antwort hat Allah übernommen, die Antwort hat Allah übernommen. Abu Lahab sagte, zugrunde gehen sollst du, ja Muhammad. Vernichtet sein sollst du. Du bringst uns so eine Botschaft, schämst du dich nicht? Und das war Haib, liebe Geschwister. Das war eine große Schande, dass ein Onkel, der leibeigene Onkel, von einem Neffen ihn vor den Menschen bloßgestellt hat. Das gab es bei den Quraischiten nicht. Damals bei den Arabern war es so, dass die Stämme zusammengehalten haben. Und Abu Lahab war von Banu Hashim. Deswegen war das eine Schande, dass er seinen eigenen Neffen vor den Leuten bloßstellt. Warum? Weil ihm nicht gefallen hat, was er gehört hat. Als er gesagt hat, zugrunde gehen, sollst du ja Muhammad. So kamen Ayat herab, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zugrunde gehen soll Abu Lahab. Oder man kann übersetzen, sollen die Hände von Abu Lahab, aber wir haben gesagt, die Hände beziehen sich hier auf Abu Lahab im Gesamten. Denn seine Hände haben das
vorausgeschickt, was er gemacht hat. Und jetzt soll Abu Lahab zugrunde gehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ayah herabgesandt. Es gibt eine Person, sein Name ist Rabi'a ibn Ibad. Radiallahu anhu arda. Er nahm später den Islam an, liebe Geschwister. Er sagte, Ra'aytu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ich sah den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam, den Prophet, sagen, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. O ihr Menschen, sagt la ilaha illallah und ihr werdet erfolgreich sein. Wan-nasu mujtami'una alayhi. Die Menschen waren alle um ihn versammelt. Um wen? Um den Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Wa ra'ahu rajulun wadi'ul wajh. Und hinter ihm, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, war eine Person, der ein hell erleuchtetes Gesicht hatte, nur im Gesicht. Wer war diese Person? So sagte Rabi'a radiallahu an, er sagte, ich fragte nach dieser Person, wer sie ist. Fasa'altu anhu. Faqila li, dann wurde mir gesagt, hadha ammuhu Abu Lahab. Das ist sein Onkel Abu Lahab. Wer? Sein Onkel Abu Lahab. Subhanallah, Allah nennt sehr wenige Leute mit Namen im Koran. Du wirst selten sehen, im Vergleich zu dem gesamten Koran, dass Allah Azza wa Jal Leute mit Namen nennt. Einer davon war Abu Lahab. Und manche Leute nennt Allah subhanahu wa ta'ala mit Namen, wie die edlen Propheten, möge Allah uns mit ihnen versammeln. Aber andere Leute, wie Firaun, wie Haman, wie Karun, wie Abu Lahab, hat Allah Azza wa Jal mit Namen genannt, nicht als Ehrung für sie, sondern als Schande. Das heißt, es kommt darauf an, ob Allah subhanahu wa ta'ala über einen Rechtschaffenen spricht, wie die Propheten und die, die ihnen gefolgt sind, oder ob Allah Azza wa Jal über die Mujrimun, über die Verbrecher gesprochen hat. Abu Lahab selber, liebe Geschwister, wer war er? Wir haben gehört, er war der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Diese Person hieß nicht Abu Lahab. Abu Lahab war seine Kunya, das bedeutet sein Kosename, würden wir sagen, sein Beiname. Aber sein Name war Abdul Uzza, der Diener von Al-Uzza. Al-Uzza war eine Götze. Sie haben diesen Namen, die Qurayshiten, Uzza von Al-Aziz abgeleitet, von einem der schönsten Namen Allahs Azza wa Jal. Und sein Name war der Diener von Al-Uzza. Wir heißen Abdullah, walhamdulillah. Er hieß aber Abdul Uzza. So war sein Name gewesen. Aber jetzt, subhanallah, warum hat Allah ihn Abu Lahab genannt? Nicht Abdul Uzza, wir haben gehört. Abu Lahab war seine Kunya, sein Beiname. Aber sein richtiger Name war Abdul Uzza. Lahab bedeutet im Arabischen Flamme. Und das ist der oberste Teil der Flamme, liebe Geschwister. Der besonders heiß ist, die Gelehrten sagten, Allah hat seinen Namen hier erwähnt. Welchen Namen? Abu Lahab, Lahab, die Flamme, die erhitzte Flamme, damit er uns ein Beispiel zeigt, dass das, was mit seinem Namen zu tun hat, ihn Yawmul Qiyamah überkommen wird, die Strafe im tatsächlichen Höllenfeuer. Möge Allah uns bewahren. Deswegen hat er ihn Abu Lahab genannt, hier in dieser Surah, nicht mit seinem richtigen Namen Abdul Uzza. Und sowieso in dieser Zeit, viele hießen Abdul Uzza, der Diener von Al-Uzza. Und das waren ihre Namen, die sie damals gewählt haben, liebe Geschwister. Dieser Abu Lahab hatte ein hell erleuchtendes Gesicht. O Subhanallah, schaut mal, wie sein Ende war. Allah Azza wa Jal hat hier den Propheten sallallahu alaihi wasallam gegen seinen eigenen Onkel verteidigt. Und das war die erste Anfeindung. Von wem kam sie? Von der eigenen Familie. Deswegen sagen wir immer zu den geliebten Geschwistern, wundert euch nicht, dass die erste Anfeindung von der eigenen Familie kommt. Und meistens ist das so. Das sagen wir auch den Konvertiten, damit ihr auch darauf vorbereitet seid. Und das ist die Sunna, wie ihr seht. Der Prophet ﷺ hat es nicht anders erlebt. Aber subhanallah, Allah Azza wa Jal hat eine Weisheit in der ganzen Sache gelegt. Denn nicht alle Onkel waren für oder gegen den Propheten ﷺ. Die Onkel vom Propheten ﷺ sind in drei Kategorien eingeteilt. Onkel, die ihn von vornherein bekämpft haben und seinen Weg gehasst haben. Abu Jahl, Abu Lahab. Das sind Leute, die ihn gehasst haben und die ihn bekämpft haben. Dann gab es andere Leute, die ihn zwar nicht bekämpft haben, aber auch seine Botschaft nicht angenommen haben.
Wie? Richtig, ich höre dich. Abu Talib. Und dann gab es eine Gruppe von Onkel, sie haben den Islam angenommen. Nach Abu Lahab. Das war zum Beispiel Al-Abbas, das war zum Beispiel Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhum ajma'in. Diese großartigen Onkel standen auf der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als ob ich deine Frage hören könnte, warum waren nicht alle für den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Was denkt ihr, wenn alle für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen wäre, dann hätten die Leute gesagt, die haben sich miteinander abgestimmt und jetzt wollen sie irgendeinen Plan durchziehen. Aber hier seht ihr, dass die stärksten Feinde diejenigen gewesen sind, die von seinem eigenen Haus gekommen sind, wie zum Beispiel Abu Lahab, liebe Geschwister. Dieses war ein Wunder. Warum? Weil Allah Azzawajal hat zu diesem Zeitpunkt Abu Lahab was angedroht? Die Strafe im Höllenfeuer. Warum? Weil er ein Kafir war. Und er hat die Botschaft bekämpft. Und hier sagen die Gelehrten, das war ungefähr 15 Jahre, diese Herabsendung der Ayat über Abu Lahab in dieser Sura, 15 Jahre vor seinem Tod. Abu Bara, ich meine jetzt ganz im Ernst, dann hätte Abu Lahab doch einfach nur La ilaha illallah gesagt, wenn er es auch mit Nifaq macht, mit Heuchelei, und der ganze Koran wäre vernichtet. Richtig. Du hast recht. Wenn er La ilaha illallah gesagt hätte, wie auch natürlich andere Qurayshiten später Muslime geworden sind, die vorher Feinde des Islams waren, wie zum Beispiel Hamza ibn Abd al-Muttalib, wie Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh, wie auch zum Beispiel Abu Sufyan. Diese Leute haben später den Islam angenommen. Aber was war die Geschichte hier? Allah hat bestimmt, dieser Mann kommt nie wieder zum Islam. 15 Jahre. Wie gesagt, er könnte kommen und sagen, diese Sura ist falsch. Allah verspricht mir das Höllenfeuer. Ich bin kein Kafir. Ich sage La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und dann hätte er den Koran vernichtet innerhalb von Sekunden, selbst wenn er nicht aufrichtig dabei gewesen wäre. Aber Allah, hu Allah, Allah ist Allah, der Allbezwinger. Wenn Allah eine Sache entscheidet, wirst du niemanden finden auf der Erde, der dem entgegenwirken kann, was Allah entschieden hat. Khalas, Stempel auf sein Herz, Stempel auf sein Herz. Wie gesagt, es gab Leute, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam mindestens genauso heftig bekämpft. Glaubt ihr, dass Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, später ist er Muslim geworden, dass er die Muslime mit Samthandschuhen angefasst hat? Die Muslime haben sich vor ihm gefürchtet. Er war ein Schrecken für die Muslime und er hat sie damals nicht gut behandelt. Wer Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh. Aber Allah wollte, dass sein Herz dreht. Abu Sufyan, der den ganzen Krieg auf beste Art und Weise in Bedr vorbereitet hat, der die Truppen zusammengesammelt hat, um den Islam zu vernichten, der gekommen ist in der Schlacht von Uhud und ihnen gesagt hat, Al-Uzza soll hochleben und die anderen Götzen sollen hochleben. Und er sagte, seht ihr, euer Prophet ist tot. Abu Bakr ist tot. Omar ist tot. Er hat sich lustig über sie gemacht. Bis zu ihm gesagt wurde, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Omar befohlen hat zu sagen, Qatlakum fin nar wa qatlana fil Jannah. Eure Toten, o ihr Qurayshiten, die im Krieg gefallen sind, sind im Höllenfeuer. Und unsere Toten sind am Paradies. Von wegen, wir sind quitt, weil wir die erste Schlacht in Badr gewonnen haben und ihr die erste Schlacht in Uhud gewonnen habt. Wir sind quitt, sagte Abu Sufyan. So dachte er. Aber unsere Toten sind im Paradies. Und eure Toten, die für At-Tarut und für den falschen Gott gebetet haben und den falschen Gott gekämpft haben, sie sind im Höllenfeuer. So hat Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt, dass 15 Jahre bevor Abu Lahab gestorben ist, dass Allah azzawajal ihm nicht die Möglichkeit gegeben hat, den Islam anzunehmen, liebe Geschwister. Das war natürlich ein großes Wunder gewesen. Auch seine Frau, warum ist sie im Höllenfeuer? Ihr Name war Jamil. Jamil heißt schön. Und diese Frau hat sich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lustig gemacht. Sie hat ihn nicht genannt Muhammad, sondern Muhammad. Muhammad bedeutet jemand, der gelobt wird.
Vielleicht könnt ihr euch an die Sira-Unterrichte erinnern, liebe Geschwister. Mohammed ist jemand, der gelobt wird, so viel, bis er selber lobt. Aber wie hat sie ihn genannt, Jamil? Sie hat ihn Mudhammam genannt. Genau das Gegenteil der Tadelnswerte. Nicht der Gelobte, der Tadelnswerte. So hat sie ihn genannt. Wer? Jamil. Und eines Tages sagte sie, Mudhammaman abayna wa dinahu qalayna wa amrahu asayna. Sie hat ihn zu verstehen gegeben, deine Religion, wir werden sie bekämpfen, wir werden dich bekämpfen und jeden, der deiner Religion folgt, wir werden dir nicht gehorchen und du wirst in uns einen Feind sehen und du wirst sehen, was du mit dieser Botschaft angestellt hast. Diese Frau hat sich ihm in den Weg gestellt, bis sie sogar einen dicken Stein in die Hand genommen hat. Sie hat einen großen Stein in die Hand genommen. Und so heißt es, فَلَمَّ رَآهَا أَبُو بَكِرْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَرَاكْ. Er sagte, Abu Bakr, der neben dem Propheten s.a.w. war und Jamil sich ihn näherte, er sagte zu ihm, ich fürchte, o Gesandter Allahs, Abu Bakr zum Propheten s.a.w., dass sie dich sieht. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Er sagte, إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي. Sie wird mich niemals sehen. Und so war es. Der Prophet s.a.w. war neben Abu Bakr. Sie aber redete mit Abu Bakr und fragte ihn nach dem Propheten, der neben ihm gestanden hat. Allah hat sie blind in diesem Moment gemacht. Sie konnte den Stein nicht werfen. Subhanallah. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher, liebe Geschwister, ist es sehr wichtig, dass wir eins verstehen. Wir haben eine Botschaft und wir werden gehasst dafür. Und das von den meisten Menschen. Es sind nicht die meisten, die dem Weg Allahs folgen wollen, sondern es sind die wenigsten, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن تُطَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten auf der Erde folgen würdest, ja Muhammad, Allah bereitet ihn vor, so werden sie dich vom Wege Allahs abbringen. Das heißt, folgst du den Menschen, wirst du in die Irre gehen. Sie folgen, was nur ihren Vermutung. إِيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Sie raten nur herum. Sie haben keine Aqida. Sie haben keinen Glauben. Sie glauben an alles außer an Allah. Subhanahu wa ta'ala. So waren die Qurayshiten auch, als Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah herabgesandt hat. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Und das war eine Ayah, wofür es einen Offenbarungsgrund gab. Die Qurayshiten haben Steine angebetet. Wenn der Stein ihnen nicht mehr gefallen hat, haben sie nach einem schöneren Stein gesucht. Hat der schönere Stein bei ihnen mehr Eindruck geschindet, haben sie den schöneren Stein angebetet. Und so sind sie von Stein zu Stein gewandert. Das war ihre Religion. Subhan al-Malik. Wir haben Allah. Wen? Allah. Höre diese Ayah, genieße sie mit mir und damit schließen wir ab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, eine Ayah, die nur von einem allmächtigen Herrn gesandt worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Billahi shakkun fatiri samawati wal ard. Höre nochmal mit mir die Ayah. Gibt es Zweifel an Allah? Jetzt der nächste Teil, der Erschaffer von Himmel und Erde. Höre den Anfang. Gibt es Zweifel? Du denkst jetzt, Allah könnte nicht, sollte nicht, dem Erschaffer von Himmel und Erde. Sag mir, wer die Himmel und die Erden erschaffen hat. Wer sich getraut hat zu sagen, er hätte die Himmel und die Erden erschaffen. Dein Zweifel wird verschwinden. Der stärkste Mann, der mächtigste Mann, der reichste Mann, niemand in der gesamten Menschheitsgeschichte, sei er so verrückt wie Pharaon gewesen, Wallahi hat behauptet, dass er die Himmel und die Erden erschaffen hat. Billahi shak, fatiri samawati wal ard. Gibt es Zweifel an Allah, dass Allah existiert, der Erschaffer von Himmel und Erde? Nenn mir irgendeine Person, der behauptet hat, er hätte die Himmel und die Erde erschaffen, ganz gleich wer ist, Wallahi, die Menschen werden ihn auslachen. Sein eigenes Haustier wird ihn auslachen. Niemand wird ihn ernst nehmen.
Aber gibt es Zweifel daran, dass nur Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat? Und wenn Allah nur der Einzige ist, der dazu in der Lage ist, wer verdient dann die Anbetung, o Diener Allahs? Niemand anderes außer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verzeiht mir, es kommt noch eine Ayah. Allah azza wa jal sagt, وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Und wenn du sie fragst, wen die Qurayshiten, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen? فَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dann sagen sie, gewiss, er war Allah. Es war Allah. Gewiss, es war Allah. قُلْ أَلْحَمْدِ لِلَّهِ. Sprich, ja Muhammad, sag Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Sie haben den Beweis gegen sich gebracht. Sie haben selber behauptet, Allah ist der Einzige, der die Himmel und die Erden erschaffen hat. Daraufhin haben sie aber etwas anderes angebetet. Sag Alhamdulillah, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wissen es ganz genau und deswegen werden sie umso stärker zur Rechenschaft gezogen. Wann? Yaumul Qiyamah, weil sie es gewusst haben, aber so getan haben, als hätten sie es nicht gewusst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals von der Wahrheit abrücken lassen. Möge Allah azza wa jal uns mit einem starken Iman leben und sterben lassen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir werden den Koran insha'Allah ta'ala, nicht den gesamten Koran, aber insha'Allah ta'ala einen Teil, so behandeln, wie die Offenbarungen gekommen sind, damit wir noch mehr uns reinversetzen können, was das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Wir machen jetzt den Livestream zu, liebe Geschwister, und machen dann einen neuen Livestream auf für die Fragen. Barakallahu fikum wa jazakum khair.